Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat erneut gefordert, dass die UN-Friedenstruppen im Libanon, bekannt als UNIFIL, das Kampfgebiet verlassen. Internationale Kritik wächst, da israelische Streitkräfte seit ihrem Einmarsch vor 2 Wochen mehrfach auf die UNIFIL geschossen haben. In einer am Montag veröffentlichten Videobotschaft wies Netanyahu Vorwürfe zurück, dass die israelische Armee die UNIFIL gezielt angegriffen habe. The charge that Israel deliberately attacked UNIFIL personnel is completely false. It's exactly the opposite. Israel repeatedly asked UNIFIL to get out of harm's way. It repeatedly asked them to temporarily leave the combat zone, which is right next to Israel's border with Lebanon. UN-Sprecher Stéphane Dujarric betonte, dass Angriffe auf UN-Friedenstruppen möglicherweise Kriegsverbrechen darstellen. Attacks against peacekeepers are in breach of international law, including international humanitarian law, and they may constitute war crime. He called on all parties, including the IDF, to refrain from any and all actions that put our peacekeepers at risk. Der UN-Sicherheitsrat bekräftigte seine Unterstützung für die Rolle der UNIFIL bei der regionalen Sicherheit und deren fortgesetzte Präsenz im Südlibanon, trotz Netanyahus Forderungen nach einem Rückzug.